Es bleibt spannend nach der Landtagswahl in Thüringen. Der Einzug der FDP in den Landtag hängt womöglich weiter am seidenen Faden. Nach Weimar hat nun auch der Wahlausschuss in Jena das Stimmenergebnis nach unten korrigiert. In Jena verlieren die Liberalen danach 2 Stimmen. Nach dem vorläufigen Ergebnis vom Sonntag hatte die FDP landesweit die 5%-Hürde nur um 5 Stimmen übersprungen. Zu den Veränderungen wollte der Landeswahlleiter sich heute nicht äußern. Zu Zwischenergebnissen gebe es keine Stellungnahme, hieß es. Die letzten Sitzungen der einzelnen Wahlausschüsse seien am kommenden Montag. Danach würden die Ergebnisse in Ruhe geprüft. Am Donnerstag dann werde das amtliche Endergebnis vorgelegt. Was ist da eigentlich los? Weshalb gibt es diese Korrekturen? Das wollen wir jetzt genauer wissen. Für uns bei der Landtagswahl in Thüringen war mein Kollege Gunnar Breske mit dabei. Gunnar, am Wahlabend wurde ja das vorläufige Ergebnis vom Landeswahlleiter verkündet. Denn jetzt merken wir erstmal, wie wichtig dieses Wort vorläufig ist anhand der Probleme der FDP. Wie kommt dieses hin und her zustande? Also wichtig zu wissen, momentan findet keine großflächige Nachzählung statt, sondern was gerade passiert, passiert immer zwischen einem vorläufigen Ergebnis und einem Endergebnis. Man schaut sich genau an bei den Kreiswahlleitern und beim Landeswahlleiter, welche Ergebnisse wurden uns am Wahlabend telefonisch übermittelt und führten zum jetzt bekannten Ergebnis. Und was steht aber tatsächlich auf den schriftlichen Protokollen aus den einzelnen Wahllokalen? Stimmt das überein? Das ist das eine. Und dann schaut man sich ganz genau an die Stimmzettel, die unklar sind. Es gibt sehr klare Zettel. Es gibt die völlig ungültigen Zettel und dann gibt es eine Grauzone und da schaut man jetzt, ist das Kreuz richtig gesetzt? Meistens ältere Menschen setzen das Kreuz vielleicht nicht genau in den Kreis, der dafür vorgesehen ist und das kann lokal im Wahllokal als ungültig gewertet worden sein, aber dann sagt der Wahlleiter, wenn er drauf schaut, nein, das kann man als gültig werten. Genau andersrum ist es auch denkbar, eine Stimme, die gilt, kann jetzt plötzlich ungültig sein, das passiert gerade. Nun haben wir ja 44 Wahlkreise in Thüringen. Was wissen wir denn aktuell über das tatsächliche Ergebnis? Also unsere MDR-Kollegen in Thüringen sind da ganz nah dran, schauen sich die Kreise einzeln an und fragen bei den Wahlausschüssen nach, wie der aktuelle Stand ist. Und das kann man sich auch im Internet dann bei uns genau anschauen. Da sieht man dann zum Beispiel Kiffhäuserkreis, keine Abweichung festgestellt. In Greiz die Prüfung noch offen. In Saale-Holzland-Kreis plus 10 Stimmen für die FDP. Und das führt dazu, dass sie momentan nach dem jetzigen Stand der Dinge, alles nur ein Zwischenstand, muss man sagen, bei plus 24 Stimmen liegt. Also momentan besser dasteht als am Wahlabend. Gunnar Breske, danke für diese Informationen.